Der Stellplatz Spätzle Fritz liegt ja zwischen Tarragona und Castellón und wird häufig als Etappenplatz genutzt. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Den Stellplatz Spätzle Fritz habe ich ja vor etwa 2 Jahren schon in einem Video vorgestellt. Heute geht es darum, die Zufahrt bzw. die neue Straße, die dort erstellt worden ist, mal zu zeigen und die Anfahrt. Ich habe es mal versucht, auf einer Google-Karte darzustellen. Die neue Strecke ist die blaue, das ist jetzt die N340. Die rote ist die alte, die N340A. Hier sieht man in dunkler Farbe die alte Strecke, kommend aus Richtung Süden, ging es in Wiener Ross ab beim Lidl Richtung Landesinnere. Das war die alte Strecke. Natürlich kann man auch noch die alte Strecke fahren, aber die Straßenführung ist eben auf die neue Strecke ausgelegt. Hier jetzt die neue Strecke, blau eingezeichnet. Egal, ob wir aus Richtung Süden oder aus Richtung Norden kommen, wir nehmen die Abfahrt Wiener Ross Nord. Also hier verlassen wir die N340, kommen dann an 2 Kreisverkehre und fahren dann auf die Straße oder auf die Nationalstraße N238. Für alle, die die Autobahn nutzen, hat sich natürlich nichts geändert. Wenn wir die beiden Kreisverkehre durchfahren haben, geht es erstmal geradeaus weiter Richtung Autobahn. Kurz vor der Autobahn kommen nochmal 2 Kreisverkehre. Hier fahren wir in Richtung San Rafael del Rio. Für alle, die über die Autobahn den Spätzle Fritz anfahren, haben nur wenige Kilometer. Von der Nationalstraße aus sind es etwa 11 Kilometer. Jetzt sehen wir auf der linken Seite das Schild Restaurant und jetzt haben wir auch den Stellplatz schon erreicht. Wir haben Anfang Dezember und leider hat es in der Nacht vorher ordentlich oder stark geregnet und deshalb hier auch die Pfützen auf dem Platz. Jetzt noch einige Hinweise zum Platz. Wie man hier sieht, ist das alles sehr großzügig, also auch für Gespanne geeignet. Das heißt, wer mit großem Mobil und Auto dahinter kommt, kann hier auch stehen. Auch dürfen hier Wohnwagen stehen, also PKWs mit einem Wohnwagen dahinter. Auch das ist hier erlaubt. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, montags ist Ruhetag, das heißt, das Restaurant ist geschlossen, der Stellplatz ist natürlich geöffnet, man zahlt seine Gebühr, Platzgebühr von 8 Euro. Ansonsten, wenn das Restaurant geöffnet ist und man dort was verzehrt, ist der Stellplatz kostenlos. Wie man hier vielleicht sieht, hier werden Orangen und Mandarinen angebaut, soweit das Auge reicht. Es gibt auf diesem Platz eine End- und Versorgung und es gibt auch Strom, beides ist aber allerdings kostenpflichtig. Auch an Hunde hat man hier gedacht, es gibt ein Hinweisschild, wo man mit seinem Hund dann Gassi gehen kann. Wie man hier sieht, wird das Tor um 23 Uhr geschlossen und morgens um 7 wieder geöffnet, sodass man dann um 7 seinen Platz wieder verlassen kann. Eine Sache, die auch jetzt neu ist, dass das kostenlose WLAN, was über den ganzen Platz zu erreichen ist. Am Ende des Platzes ist ja das Restaurant. Das wird auch von den meisten, die dort übernachten, genutzt und sie gehen dort essen. Hier im Restaurant, da treffen sich die, die Richtung Süden fahren oder auch die, die wieder Richtung Heimat fahren. Und so wird es oft ein interessanter Abend, weil man wieder neue Leute kennenlernt. Unter dem Video im Text findet ihr den Link bzw. die Homepage des Restaurants. Dort entnehmt ihr bitte die Öffnungszeiten und alle weiteren Informationen zum Restaurant. Jetzt zum Schluss nochmal ein Tipp zum Lidl, der ja neu ist in Wiener Ross. Haben ja viele Camper dort genutzt. Leider hat man nicht mehr an die Wohnmobilisten gedacht und keine Parkflächen geschaffen, sodass es für größere Mobile ganz schwierig ist, dort zu parken.
Ja, das war mein Update zum Stellplatz Spätzle Fritz. Weitere Informationen findet ihr natürlich auf meiner Internetseite www.hako-video.de. Ich sage mal wieder Dankeschön für Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.